Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Let's Play. Super Sweet 15. Haben wir ein bisschen dann doch gefailt am Ende und mit Michael gestorben. Aber jetzt geht's weiter. Michael ist tot. TC macht die Mission neu und das ist Folge 15, wie gesagt. Und auf erneut versuchen. So. Ja, ganz kurz, wir sollten den SUV klauen von den Bullen, von den Cops. Und es war ein bisschen komisch. Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Wir hatten ja irgendwie geklaut, haben alle Leute rausgeworfen und sind dann irgendwie ohne irgendwo einen Schuss direkt gestorben. Ich glaube, der war... Hier, du musst da zum HS. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffe ich den ja davor zu klauen. Ja, bevor eben, wenn du vorher schon. Sind. Ich war ja leider dann schon... Kommt der auf Ende mich zu? Ja, anscheinend schon. Wo? Auf der Gegenfahrbahn. Siehst du den? Da? Ja, ja. Steig doch aus und mach den. Steig aus. Oh, der fährt mich einfach um, Alter. Ja, natürlich. Das ist ein neuer Fall. Warum steigst du nicht aus? Get out of my way! Ciao. Dude. Ah, ich hätte es geschafft. Ich hätte es aber geschafft. Dude, du hättest doch einfach auf dich schießen können. Ja, aber du warst so einfach. Das hat mir direkt vor dir. Pass auf, das Spiel ist so realistisch. Sobald ich auf die schieß, hau die mir eine Kugel. Aber du hast doch den Bullet Mode hier. Ja, das ist aber zu lang. Das ist ja die Spezialfähigkeit vom Ding. Du kannst L3 und R3. Ja gut, das, dann lasse ich das jetzt auch mal fahren. Ja, ich hab's dir doch vorhin noch gesagt. Jetzt ich wollte die Schuld auf jemand anderes schieben. Zum Glück ist jetzt auch bei mir direkt hier. Ein anderes LSD? So LSD. Das war er doch, oder? Nee, das war's eigentlich nicht. Aber die steigen sofort aus. Die werden richtig aggressiv, wenn du den Weg verbrauchst. I need it! Jetzt! Oh, da schießt aber einer schlecht. Mach mal gleich schnell aus. Okay, steig ein. Schnell. Oh. Schnell, steig ein. Oh. Oh. Sau krass verletzt. Was machst denn du? Ich dachte, der lebt noch. Schnell, steig doch ein, Mann. Bin ich doch. Schau mal, der lebt noch. Oh, wenn er dich jetzt trifft, dann ist er echt scheiße. Oh, 3 Sterne Deluxe wieder. Was hast du denn? Hast du eine Bombe drin? Hä? Nein. Doch, da hinten ist irgendwas im Kofferraum. Eine Leiche. Nee, jetzt keine Bombe. Halt ein bisschen. Bombe. Ein Bonbon. Ein Geschenk. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Eine Orange. Scheiße. Was denn? Nee, nee. Das ist eine Scheiße. Weiß ich auch. Oder ein Kops. Achso. Kops. Scheiß Bullen, Mann! Da ein Cox! Coxfucker! Ah, down, down, da hinten! Down, down! Wo ist du fährst wie ein. Spaß. Held vor der Blut. Ja. Schön mit den Lance Flares. Oh, siehst du das im Regenbogen, ey? Thick as hell, Alter. Oh, das sind bestimmt Easter Eggs. An der Wand. Versteck dich im Busch. Links, links. Es war kein Busch, aber versteck dich. Jawoll. Ey, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich glaube, du hast es echt geschafft. Oh, oh. Nee. Psch, muss nur ruhig sein, dann finden wir es nicht. Achso, ich dachte, du drückst jetzt hier irgendwas auf die Hupe oder so. Hören die das? Vielleicht. Man weiß es nicht. Mann, geh weg, 3 Sterne. Oh! Was hören die ja das? Okay, Scheiße, die haben es echt gehört. Oh mein Gott. Alter, bist du tot. Die haben es nicht gehört, die haben uns gesehen. Nein, die haben es gehört. Die haben uns gesehen. Ich denke, welcher Vollidiot. Das war knapp. Oh, da ist sogar da die Amerika-Flagge. Heli. Ich habe gehört, Heli. Dass wenn bei Hollywood-Produktionen die amerikanische Flagge in den Film reingebaut wird, dann bekommen die irgendwie Zuschuss von dem Staat. Kann sogar gut sein. Wahrscheinlich GTA auch, da war auch wieder eine Flagge. Oder die sind einfach total selbstständig, die Amerikaner. Scheiße. Oh. Ey, die sehen die nicht? Oh, der bleibt. Fahr durch! Zurück und fahr durch, Oh, shit, Ross. Jetzt schießt er rein. Ich konnte nicht weiterfahren, wirklich. Er schießt. Ich wusste gleich, dass sie da sind. Ich hab die ganze Zeit so gemacht. Das ist das Ding mit dem Helikopter. Ja, das ist der sieht mich ja. Der eben.
Helikopter sagt, gehen zum Helikopter sagt, ey, der Wigger, der dann ist. Dann fahr, wo ein Dach ist, da rein. Nee, da ist, da kann man nicht reinfahren. So, aber das Parking. Das Parking ohne Parking. Das ist logisch, geil. So, spreizig. Wo ist was? Du musst mir was sagen, du bist mein Navi. Geradeaus. Echt? Ja, du musst auf jeden Fall, die sind hinter dir. Direkt. Da ist einer direkt hinter dir, Urs. Heck, genau hinter dir. Fahr rechts! Oh, fahr hoch, bitte, fahr hoch. Oh, fahr zurück. Nein, bist du dumm! Steig gerade aus, du bist tot! Ja! Ey, das hätte klappen können, ich wollte nämlich da oben entlang fahren. Hä, hey, aber schau mal, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen. Ein bisschen. Du bist ja direkt am Anfang, wie schaffen. Wie mache ich den Bullet-Ding, hier beide gleichzeitig drücken. Wie mache ich dann hier? Und dann hier drücken. Okay, und da. Du musst ja erst die Knarre ziehen, dann hier drücken und dann einfach schießen. Wie zieht die Knarre? Ja, die Knarre kannst du hier auf L1 ziehen. So, jetzt fahr genau wieder geradeaus, so über mir. Park den auf der Straße, dann kommt der nicht vorbei, dann zack, bring ihn mal auf den Kopf. Bring ihn mal auf den Kopf. Bam, 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 bam. Und dann, bam, bam. Ja, das ist ein bisschen. Look out! Da sind die mal auf der Kopf. Bei dir sind sie jetzt eiskalt vorbeigefahren. Say Mofuckers, Alter. Ich will euch. Jetzt ramm die von hinten mal voll. Ramm den. Oder hol deine Knarre raus. Schieß auf die. Hey, ich zeige Mittelfinger. Hol doch deine Knarre, drück auf L1. Hab ich. Der zeigt noch. Achso, du musst erst die Waffe wechseln. Jetzt. L1. Jetzt, sehr gut. Sehr gut. Steig aus! Mach den Bullet mal. Und dann beide gleichzeitig. Drück! Und jetzt schieß! Nein, nochmal! Und jetzt schießt auf die. Na, man schießt doch! Doch! Drück nicht L1, genau jetzt! Okay. Tschüss! Jetzt könntest du sogar schnell einsteigen, die sind nämlich alle weggefahren. Nee, da steht das sogar. Scheiße, das wird nix. Du bist doof. Ach, du bist tot. Geh mal nochmal. Nein, komm. Nee, das geht besser. Komm, das schaffen wir. Oh, ich hab deine Sofa ein bisschen. Da hat niemand gesehen. Ich bin schon mal so weit gekommen, dass ich überhaupt den Wagen hatte. Du bist noch nicht so weit gekommen, dass ich überhaupt den Wagen hatte. Ja, ich muss dann einmal zielt. Doch, hab doch gesagt. Hör mir einfach mal zu. Spiel ja Bass mit. Dann hör mir einfach mal zu, bevor du immer Scheiße machst. Egal, es macht voll Spaß, ein bisschen mitzuspielen. So, jetzt. Dass ich das Auto in die Luft sprengen. Jetzt fahr. Ja, komm, bei dir geht's wieder klar. Ja, und raus und drück! Oh, wo ist. Oh, shit, Alter. Oh! Jawohl, und den erschießen. Wenn jetzt direkt rein, auch wenn er schießt, Hä? Der lebt noch! Ich schieß doch x-mal auf den! Du musst vielleicht halt x plus 1 auf ihn schießen. Hä? Ach, die haben natürlich an die Schusssicherwesten, aber wie oft soll man denn noch auf die schießen? Ich hab doch ins Gesicht. Ja. Ich war halt im Affekt. Du musst hier hin. Ich war halt im Affekt. Wird bei mir vorne schon wieder einfach knallen. Ich war sowieso verwirrt am Anfang. Ich will mich drehen und der haut mir erstmal in Zeitlupe die Waffe weg. Ey, war ins Gesicht, ja. Ich war mega verwirrt, Mann. Sorry. Achso, jetzt ja. Jetzt hab ich, komm, die, jetzt. Jetzt hab ich die Pistole schon mal ausgewählt. Aber jetzt musst du die rammen. Ramm die wieder. Nein! Das kann doch nicht sein. Diese scheiß Spastis. Aber komm, das schaffst du schon. Aber weißt du, was ich jetzt wieder mache, Urs? Nee, weiß ich nicht. Ich befürchte, dass du irgendeinen Scheiß machst. Schieß doch auf die. Schieß ein, zwei Mal, dann bleib ich so stehen. Sehr gut. Wir scheinen zu treffen. Okay, zurück. Hallo. Hä? Was macht der denn? Du musst hier drücken zum Schießen. Du hast das R1. Du hast R1 gesagt. Wenn er mir R1 sagt, der Spack. Oh Mann. Dran. Jetzt bin ich wieder dran. Ich drück doch noch auf R1 und denk mir, warum rutscht denn der da am Boden? Willkommen zur Fail-Folge. Oh. Nee, das war sowieso geplant, dass wir die komplette Folge absichern. Ja, wir spielen so schlecht. Wenn die Kamera nicht spielen, echt schlecht. Das ist das Geheimnis. Die Folge ist absichtlich schlecht gespielt, alles. Fahr voll rein. Komm, jetzt aber, jetzt. Mach einen auf Motherfucker und fahr voll rein. Komm, bam. Bam, jawohl, so. Und raus. Move now. Raus, Ost, die schießen doch schon. Und zwei drücken. Sehr gut.
renn hin! Jetzt renn hin, jetzt renn rein! Du schießt an den Wagen! Da am Boden liegt er! Oh, ist am Boden! Ja! Nein! Ich hab doch! Und jetzt reinrennen! Jetzt renn rein! Jetzt renn rein! Das sind doch noch welche! Oh, renn hin! Ja und? Aber die liegen am Boden! Ja, jetzt! Weißt du, wie musst du ja erstmal alle abschießen? Sau gut getroffen. Hier, guck, alle Türen ganz professionell zugemacht. Und jetzt Safety first. Weg, da kommt die Bullerei. Boah, ja, das ist ja überall noch alles voll Blut. Jetzt fängt die an, die Verfolgungsjagd. Und ich fahre jetzt wieder in den Bach. Der Bach, das war ein Fluss. Das war doch kein Fluss, nicht. Das war ein Bach. Was ist los mit dir? Da war viel Wasser drin. Oh. Ich wollte da in die Seitengasse. Musst du sie noch hinter dir? Oh. Scheiße, da ist ja keine Seitengasse! Oh, mach nicht so. Oh. Die nächste ist die Seitengasse. Rechts, fahr rechts, fahr rechts! Mann, ich mach keinen Scheiß mehr. Jetzt fahr rechts! GTA, so wie jeder links, GTA links, links! Nein, vertrau mir. Wisst ihr, was anderes anzieht? Mir vielleicht nicht. Nee, ich will mir nichts, ich will mich hinzu. In der Bächler fährst du ja wieder neu, ne? Fahr nicht so. Ich geh aufs Dach hauen, dann bist du weg vom Fenster. Oh, und dann wieder in die City zurück, du warst so gut außerhalb. Okay, fahr da vorne rechts, bevor der kommt, jetzt rechts. Scheiße, nee, links. Nee, das sind noch die ganzen Bullen. Vertrau mir. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, eben, ich kontrolliere dich gerade. Links. Ja, navigier mich mal ein bisschen, du bist mal. Ja, du hörst ja nicht auf mich. Aber das ist in and out, oder? Ja, wir können doch jetzt nicht in and out Burger essen gehen. Warum was bist nicht? Du denn für einer? Ja, da ist ja nein. Echt, ist da gar kein in and out, das ist sauber. Ja! Wir können uns verstecken. Oh, mach mal die Sirene aus. Nee, weiter rein. Die sehen dich von der Straße aus. Ja, ich will doch. Da. Schafft. Schnell, in 3 Minuten musst du in der Textilfabrik sein. Nein, wer sagt das? Ich. Du hast gesehen, wie ich mir gedreht habe, Mann. Mega spreizig. So, jetzt. Ah, jetzt pass auf, dass du auf dem Dach landest. Jetzt fahr nicht so riskant. Safety first. Schnall dich an. So, links, abspielen. Links, links. Rechts. Der ist doch vor mir, ich kann nicht rechts abbiegen vor dem. Du sagst doch Safety first und dann scheißt du mich auch noch. Ist es Warner? Nee. Und bei Rot über die Ampel die Bullen kommen. Oh. Echt? Ist das so eine schöne? Das wäre mega heftig und nervig. Das wäre zu heftig, das wäre echt. Das wäre. Dann Sims. Sims wäre das. Links, du Hund. Oh, das ist der Bächler. Scheiße. Echt? Bächler zieht dich immer an. Ja, Bächler. Ich bin ja schon fast da, 1,5 Kilometer noch. Das mega spannend. War das dort? Vielleicht war da. War das dort gestanden? War da irgendwo Star Wars oder so eine Filmpremiere? Selbst wenn, dann würden die es anders benennen. Star Wars. In der Türkei, wir sind ja hier in LA. Ist ja doch mal geil, GTA Istanbul. Gibt's sicher. Ey, lass mal GTA Istanbul drehen. So. Bin ja gleich da, 700 Meter noch. Safety first, stell dich an. Bin schon angeschnallt. Helm an. Oh, du musst gleich unten, du musst nicht oben drauf. Ah, falsch, glaube ich. Musst doch einmal nur über die Brücke, natürlich nicht. Jetzt mach einen U-Turn. Ein U-Turn. Don't tell me how to make a U-Turn yet. Jetzt fährst du mal. Das ist die Textilfabrik, was brauchen ja, die denn so einen? Hier, den kennst du ja gar nicht, wir sind beim Leicester. Wer? Beim Leicester. Leicester der? Nein, das ist unser Homie. Geschafft! Wahrscheinlich kommt jetzt sowieso so. Jetzt fängt erst an die ganze Zeit. Nee, Leicester geht die Mailbox. Alright, Leicester, I got us the tag team rifles. Alright, then this score is ready to go. Come inside and meet the crew. Und jetzt beginnt nämlich dann der Banküberfall. Aber zumindest haben wir das schon mal bestanden. Geil, ein Banküberfall, oh, das wird so spannend geil. Der Juwelenraub. Geil. Das finde ich voll cool, der Mission, dass dann zu Tag-Nacht ist, ne? Ja, ich glaube, die Mission ist halt bei Tagen, wir ja, Nacht haben, ankommen, macht die ganze Nacht gesprochen. Ich will sagen, thanks for being a part of our little operation. We're all professionals, we all know the score. We're gonna execute the plan. We're gonna move quick. And we're gonna keep cool. Anybody gets pinched. This meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now, we've looked very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door.
Security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Yeah. Good luck, everyone. Let's go. Ich hätte eine Frage. Hey, was macht da Franklin jetzt? Ich dachte, wir sind jetzt Franklin. Aber das gibt es dann der nächsten. Nee, ganz kurz zur Erklärung war nämlich, dass wir bei einer Mission Vanguard machen wir es jetzt auf die laute und dumme Art oder auf die coole und ruhige. Wir haben gesagt, wir machen es auf die laute. Und das gibt es jetzt dann in der nächsten Folge von Wildplay. Das und viel mehr. Dann gibt es den fetten Raub. Bis morgen auf Wildplay dann. Ciao.